Mein World Tour Rover hat seit langem mal wieder eine Einladung zu einem Zielgebiet außerhalb meines Dachbodens erhalten. Dieses Mal geht's wirklich weit, weit weg, nämlich über den Atlantik und den nordamerikanischen Kontinent nach Pasadena zur Hackaday Supercon. Seit dem Besuch im Forum Stadtpark im österreichischen Graz habe ich zu meinem Leidwesen nichts an dem Roboter geändert, obwohl mir schon damals so einige Verbesserungen vorschwebten. Die Zusage zur Supercon war etwas kurzfristig für größere Upgrades, somit habe ich nur ein paar kleinere Blessuren beseitigt und zur besseren Sichtbarkeit einen Wimpel oben auf dem Chassis befestigt. Ein paar Skripts zur einfacheren Bedienung habe ich ebenfalls geschrieben. Als Energiespeicher für den Rover dient eine Powerbank, die auf der Unterseite befestigt ist. In Position gehalten wird die Batterie von Gummibändern. Prinzipiell genügt der 1-Ampere-Ausgang der Powerbank, den 2,1-Ampere-Ausgang zu verwenden, ist aber dennoch zu empfehlen. Mit Hilfe des ebenfalls neu implementierten Schalters an der Unterseite des Rovers kann der WLAN-Modus festgelegt werden. Wird der Schalter auf O für Offline gekippt, so beginnen die beiden LEDs zu blinken. Der Raspberry Pi bootet nun in den Access Point Modus. Beim Reboot leuchten zwischenzeitlich beide LEDs gleichzeitig. Erst wenn nach etwa einer Minute nur noch die gelbe LED leuchtet, ist der Bootvorgang abgeschlossen. Nun sollte ein WLAN mit dem Namen R17 erscheinen, mit diesem müsst ihr euer Smartphone oder euren Laptop verbinden. Öffnet einen Browser und gebt als Zieladresse die 192.168.4.1 ein. Es erscheint eine Seite, auf der ihr die SSID und das Passwort des WLAN-Netzwerks, mit dem sich der Rover verbinden soll, eingeben könnt. Dabei solltet ihr die Groß- und Kleinschreibung sowohl bei der SSID als auch beim Passwort beachten. Per Checkbox könnt ihr festlegen, ob die Zugangsdaten als neue Datei angelegt oder an die bestehende Datei angehängt werden sollen, somit können mehrere Netzwerke gespeichert werden. Sind die Daten eingegeben und bestätigt, so muss der Schalter auf I für Internet gekippt werden. Erneut führt der Raspberry Pi im Innern des Rovers einen Reboot durch. Dieser ist vollendet, wenn nur noch die grüne LED leuchtet, was nach 1-2 Minuten der Fall sein sollte. Sind die eingegebenen Daten korrekt, ist der Rover mit eurem WLAN verbunden und kann gesteuert werden. Scannt den QR-Code auf der Fahne des Rovers oder gebt die Adresse www.robospatium.de in eurem Browser ein. Es erscheint die Kontrollseite für R17, auf der ihr die Steuerung übernehmen könnt, das Benutzerhandbuch ist auf der Seite verlinkt. Der World Tour Rover wird genauso gesteuert wie die Fahrzeuge auf meinem Dachboden, die ihr rund um die Uhr steuern könnt. Übt also bis zur Supercon schon einmal fleißig das Roverfahren. Sollte im Innern was zu reparieren sein, das Gehäuse ist mit 4 Schrauben an den Eckpunkten des Chassis verbunden. Das Gehäuse kann nach dem Lösen der Schrauben problemlos abgenommen werden. Wie gesagt, ein Raspberry Pi fungiert als zentrale Recheneinheit, es handelt sich um ein altes Modell B+, entsprechend erfolgt die WLAN-Verbindung über einen USB-Stick. Insgesamt 10 GPIOs steuern die Hardware des Fahrzeugs an. Ein Standard-Servo sorgt dafür, dass die Kamera nach oben, unten oder geradeaus gerichtet werden kann. Bis zu 6 weiße LEDs können bei Fahrten in der Dunkelheit eingeschaltet werden. 2 RC Hobby-Servos für kontinuierliche Rotation treiben R17 an.
Die MicroSD-Karte kann bei Bedarf von vorne gewechselt werden, ohne das Gehäuse abnehmen zu müssen. Das Fähnchen oben auf dem Rover kann mit Verlängerungen höher gesetzt werden, damit der kleine Roboter nicht so leicht übersehen wird, wenn dieser auf dem Boden herumfährt. Soll der Roboter allerdings auch unter Tischen hindurchfahren können, empfiehlt sich die kurze Version. Zum Herumtragen ist ein kleiner Griff oben am Rover angebracht. Dort befindet sich auch eine Halterung für ein Smartphone. Damit kann bei Bedarf ein Live-Videostream zum Kanal eures Vertrauens gesendet werden. Hat die Verbindung per WLAN ins Internet funktioniert, so kann R17 von jedem Ort des Planeten mit Internetzugang gesteuert werden. Das Kontrollzentrum findet ihr unter www.robospatium.de. Zum Steuern ist keinerlei Registrierung nötig, lediglich ein Benutzername muss eingegeben werden, damit der Rover weiß, wer die Steuerbefehle sendet. Es muss halt verhindert werden, dass mehrere Nutzer gleichzeitig unterschiedliche Befehle senden. Wie gesagt, die Bedienungsanleitung gibt's auf meinen Seiten. Übertragen wird eine Serie von Einzelbildern, das Fahren von R17 ist so ähnlich, als würdet ihr einen Rover auf dem Mond steuern, probiert's mal aus. Die SuperCon findet vom 4. bis zum 6. November 2022 in Pasadena, Kalifornien statt und wenn alles klappt und R17 rechtzeitig durch die Einwanderungsbehörde rollt, könnt ihr den kleinen Fernerkunder in dieser Zeit steuern. Wer die weltgrößte Zusammenkunft von Bastlern, Hackern und Künstlern nicht persönlich besuchen kann, erhält zumindest einen kleinen Einblick von dem Treiben an der Westküste der USA. Wer die SuperCon besucht und R17 sieht, kann mir gerne ein Foto senden, ich kann nämlich leider nicht vor Ort sein. Somit auch ein besonderes Dankeschön an die Gastgeber von Hackaday, die sich um den Neubürger kümmern. Und eventuell findet R17 auf der SuperCon einen weiteren Gastgeber für ein weiteres lohnenswertes Ziel, ich bin offen für eure Angebote. In meinem Robospatium sind immer ein paar Roboter online, so dass ihr jederzeit auf meinem Dachboden herumfahren und den Umgang mit dem Fernerkunder üben könnt. Wer mich im Unterhalt und der Entwicklung meiner Roboterflotte finanziell unterstützen möchte, findet auf meinen Seiten eine Spendenschaltfläche. Vielen Dank an alle, die davon schon Gebrauch gemacht haben. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald.